Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Eurotrack Simulator 2 Let's Play. Wir sind gerade in Karbala in Griechenland. Haben immer noch den Beta-Mod drin, auch wenn es in Griechenland ja eigentlich wärmer ist als zum Beispiel in Deutschland. Aber das soll uns nicht beirren. Wir fahren jetzt zu einem Fragezeichen, müsste eine Arbeitsagentur sein, die wir noch zu entdecken haben. Findet sich irgendwo im Süden der Stadt. Da fahren wir jetzt mal hin. Und wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir eine neue Tour an und ja, mal sehen, wo die uns hinführt. Ich habe mir schon vorher ein bisschen umgesehen, habe mir schon eine rausgesucht, um sehen, ob die noch da ist, wenn wir soweit sind. Ja. Also ich habe ja in der letzten Folge gefragt, wo wir denn mal als nächstes hinfahren sollen, wenn sich die Möglichkeit bietet, und dann kam der Wunsch Gibraltar und also das kleine Stück Großbritannien da unten auf der Iberischen Halbinsel, und ja, wenn sich die Möglichkeit bietet, können wir da gerne hin. Auch wenn sich die Möglichkeit nicht bietet, direkt dahin zu fahren, können wir auch mal versuchen, in die Nähe zu fahren. Ich muss kurz auf die Karte gucken. Okay, gut. Hier ist das Fragezeichen, was wir entdecken wollen. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nach links, wenn ich mich richtig orientiere. So, nicht so schnell fahren. Wir sind in der Stadt. Da gucke ich manchmal nicht drauf. Also wenn man ohne Auflieger fährt, dann beschleunigt man so schnell. Da kann man gar nicht so schnell gucken. Da ist man schon auf über 50. So. Sieht man noch nicht, aber da hinten ist es. Bei der Werkstatt, die man schon auf der Karte sieht. Da sind wir dann gleich da. Müsste eine Arbeitsagentur sein, nicht so schnell. Wir wollen ja nicht geblitzt werden, auch wenn in der Stadt eigentlich keine Blitzer stehen. Zumindest hier in diesem Spiel. Aber wir wollen es ja versuchen, ein bisschen realistisch zu halten. Und jetzt sind wir so viel ohne Auflieger gefahren, dass wir sogar Erfahrungspunkte bekommen haben dafür. Nicht schlecht. So, da biegen wir rechts ab, wenn wir noch in dieser Phase durchkommen von der Ampel. Sind wir? Gut. So, jetzt weiß ich nicht, wie man da hinkommt. Da anscheinend nicht. Gut. Müssen wir noch geradeaus weiter. Dann eben nicht abbiegen. Oh. So wie es aussieht im Spiegel, jetzt fast einen Unfall gegeben. Die fahren hier über 50 oder was? Oder täusche ich mich? Naja. Ist DHL in Griechenland unterwegs? Ich habe auch letztens beim privaten Spielen ein Polizeiauto, ein deutsches Polizeiauto in Marokko gesehen, also da braucht man sich nicht wundern. Das ist hier normal. So. Und ja, da ist es auch schon. Da müssten wir gleich rechts abbiegen können. Genau. Machen wir auch. So, und hier ist jetzt keine Straße mehr eingezeichnet. Hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen beim Fahren. Aber da hinten müsste es sein. Hier. So, das wollte ich entdecken. Und jetzt suchen wir uns einen Auftrag raus. Vielleicht ist der ja sogar hier in der Nähe. Gucken wir auf den Plan. Also, Karbala sind wir. Und ja, habe ich mir gedacht, machen wir eine ganz kurze Tour. Aber da kommen wir doch ein bisschen rum, denn wir fahren ja bis runter nach Ägypten. Also von Karbala nach Alexandria mit 20 Tonnen Säure. Bestimmt lustig, naja. Das ist ein eiliger Auftrag, mal gucken, wie eilig der wirklich ist, ob wir das schaffen können. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist denn diese Firma? Da hinten. Da müssen wir hin. Okay.
Sind wir doch ein Stück unterwegs. Gut, dann fahren wir weiter. Müssen wieder zurückfahren. Ich glaube, es geht nur hier raus. Das macht ja nichts. Das finde ich ganz interessant. In Griechenland ist das, glaube ich, eigentlich nur so. Aber da sind in den, sag ich mal, in den Häuserblocks, sind da so riesige Höfe, Firmenhöfe. Sehen auf der Karte komisch aus, weil da so zwirbelige Straßen eingezeichnet sind, aber wenn man da drauf ist, das sieht ziemlich gut aus, finde ich. So. Die Ampel will, dass wir stehen bleiben. Ja, dann bleiben wir halt stehen, wenn die Ampel das will. Ich verstehe das Navi nicht, aber ich weiß zwar, wo lang müssen, aber ich verstehe das Navi trotzdem nicht. Kein Problem. Oh, ist die Ampel schon grün? Stellen wir aber mal ein Tempomat ein. So. Jetzt ist das Ganze ein bisschen entspannter, muss man sich nicht mehr auf die Geschwindigkeit konzentrieren. Man sollte nur abbremsen, wenn vor einem etwas ist. So, der Pfeil sieht zwar aus, als würde er Richtung Shell zeigen, aber wir fahren weiter. Da ist irgendwie ein Fehler. Oder so. Naja. Und wir fahren jetzt mal nach Ägypten und lassen wir mal trotzdem den Wintermod drin. Dann kann man vielleicht auch zeigen, wo die Marken vom Wintermod sind, die man aber nicht beheben kann. Denn so ein Wintermod ist auch nicht perfekt, denn da hat man dann auch in Afrika Winter. Das ist der Nachteil. Entweder, man muss den halt dann selbst ausschalten, wenn man dann keinen Winter haben will. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. So, also Kavala hier ist ziemlich groß gebaut worden. Ne? Es gibt einige Städte in Griechenland, die sind ziemlich groß geworden. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Man ist halt nur leider ziemlich lang unterwegs. Innerhalb der Städte, aber in der Wirklichkeit ist man ja auch lang unterwegs. Gut, man kann es jetzt nicht mit der Wirklichkeit vergleichen, denn in Wirklichkeit ist man ja auch ein paar Stunden länger auf der Autobahn, wenn man von Deutschland nach Griechenland fährt, was wir ja in den letzten Folgen gemacht haben. Also sollte man da die Ansprüche nicht so hoch setzen, auf Realismus, denn wenn man zu viel Realismus hat, dann ist es ja wie in echt und dann ist es auch irgendwann langweilig. Denn die Realität hat auch ihre Nachteile, die man im Spiel nicht unbedingt berücksichtigen muss. Das ist ja das Schöne am Spielen. So, das sind anscheinend griechische Nummernschilder, die da auch hier rumfahren, ne? An den Autos. Frage ich mich, ob die Griechen irgendein System haben. Oder ob die einfach nur Zeichen aneinander hängen. Hat ja nicht jeder das gleiche System wie in Deutschland mit den Landkreisen und so. Und dann die Buchstaben und dann die Zahlen. Gut, wir haben jetzt anscheinend den Hafen betreten. Wollte ich nicht eigentlich den Tempomaten anlassen? So. Das sieht schön hier aus im Winter. Ich weiß zwar nicht, ob es in Griechenland im Winter auch so aussieht, ob da auch viel Schnee fällt, wie es bei uns manchmal der Fall ist. Was heißt manchmal? Eigentlich jedes Jahr, aber nicht dauerhaft. Momentan zumindest bei uns hier ist gerade so eine trockene Phase, die seit Dezember anhält. Also so Anfang, Mitte Dezember war, glaube ich, mal Schnee gefallen, aber seitdem nichts mehr. Nicht mehr in die Richtung. Naja, kommt hoffentlich noch. Der Winter dauert ja noch ein paar Monate. Der Dezember ist ja eigentlich erst der Anfang. Jetzt haben wir Januar. Es gab schon Schnee, aber nur den einen oder anderen Tag. Und das ist doch ein bisschen wenig. Hätte ich schon gern mehr.
Da geht's runter zu der Firma. Ich meine, wir hätten so 14 Stunden Zeit, um den Auftrag anzunehmen. Das heißt, wir kommen hier nicht unter Zeitdruck. Zumindest nicht beim Abholen. Höchstens beim Abliefern. So, und die Straße müssen wir dann gleich wieder hochfahren zum Hafen. Und fahren dann rüber nach Ägypten, übers Mittelmeer nach Alexandria. Das sind schon auch schöne Schiffe hier, ne, auf dem Hafen. Also, so Segelschiffe oder so. Ich glaube, hier darf man schnell fahren, oder? Ich weiß es nicht. Machen wir es einfach mal. Da landet gerade ein Flugzeug, schön. Ich hätte ja eigentlich was zu erzählen, ne? Naja, wir haben ja Zeit. Ich erzähle am liebsten, wenn wir irgendwo auf der Autobahn oder so sind und nicht gerade beim Auftrag abholen, auch wenn das diesmal ein bisschen länger dauert, weil die Firma außerhalb liegt. Ich bin auch gespannt, wie lange das dauert, mit der Fähre über das Mittelmeer zu fahren. Viele Stunden. Also ich glaube, die längste Fernfahrt, die es gibt, die dauert so vielleicht so 22 Stunden. Das ist ein ganzes Stück. Ich weiß jetzt aber nicht von wo nach wo, aber so irgendwie von Frankreich oder so nach vielleicht Algerien oder so. Irgendwie so eine Tour war das, glaube ich. Oder Libyen. Ich weiß nicht. So, da ist die Firma. Genau. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber war das, hieß die Firma nicht mal Aji? Nicht Edi? Ja, müsste ich mich vielleicht mal informieren. Ich meine, bei Total Immersion Racing gibt es, zumindest in Monza, so Werbebanden, auf denen Adi steht, mit dem gleichen Zeichen, gleiche Schrift. Und ich glaube, heute steht da auch dieses Eni drauf. Naja, ich kenne die Firma jetzt nicht so richtig. So ein bisschen. Vom Sehen her. So. So, da haben wir unsere Säure. Dann wird angekoppelt und dann los geht's. Auf nach Alexandria. Zuerst mal zum Hafen, nach Kabbalah. Jetzt müssen wir wieder in die Stadt rein. Es dauert länger als ich dachte. Ich dachte, das haben wir in einer Folge durch, aber eine Folge hat es gedauert, um es abzuholen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, wir haben ja noch ab. Ich habe wirklich einiges zu erzählen. Wir haben ja Zeit. Wenn ich es aufschiebe und nur irgendwas erzähle, kann ich länger behaupten, ich habe was zu erzählen. Das ist so ein schönes Gefühl. Na gut, ich könnte auch noch viel mehr Sachen erzählen. Die Frage ist nur, ob es interessant wäre oder ob ich es wieder erzählen will. Man erzählt ja nicht alles. Naja. So. Ich glaube, ich nehme da heute wieder mal so einen Folgentitel, der voll Spannung verspricht und dann zwar nicht lügt, aber etwas anderes zeigt, als man erwartet. Das ist heute mal wieder lustig. So. Ja, jetzt, ich habe was zu erzählen, ne? Das erzähle ich vielleicht in der nächsten Folge, ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, natürlich wie immer. Nee, ist klar.
Dürfen auch negativ sein, natürlich. Und ja, Kommentare natürlich noch viel mehr. Aber keine Sorge, es ist keine Verpflichtung, Kommentare zu schreiben, ne? Ist klar. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann wahrscheinlich endlich auch nach Alexandria kommen, in Ägypten. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.